Ja, ich habe ja verschiedene. Ja, genau, da kannst du gut hingehen. Du bist zwar ein bisschen weniger Platz, aber du bist im. Okay, dann leg dich halt nicht hin. Okay, dann leg dich hier hin. Geh sogar direkt raus. Also irgendwas muss ich echt verpasst haben, dass Lautstärke 5 lauter ist als Lautstärke 27. Ich begreif's nicht. Ist halt so, wie es ist, ne? Okay. Ich hab die Ampel nicht im Blick. Multitasking auf hohem Niveau. Katze dabei streicheln, während man versucht, einen Unfall zu bauen. Möchtest du raus? Möchtest du raus? Okay. Müde und irgendwie keine Ahnung. Das hat sich mal entscheiden können. Uiuiuiui. Es sind viele Abfahrtsbilder mittlerweile geworden, aber. Solchen Motiven. Ich fasse ein bisschen mehr aus, als ich wollte, aber war glaube ich noch gar nicht mal so schlecht. Also war eigentlich zu viel, aber hat gepasst.
In dem Moment zum Glück. Also wenn man in wenn wir dann irgendwann mal in Russland sind, ich hätte zumindest ein Kramat so in Aussicht. Hab den sogar schon runtergeladen, aber noch nicht reingepackt mit dem in die Mods. Aber den werde ich mir dann auf einer der immer dieses kurz runter und wieder rauf. Den werde ich mir dann als Souvenir bei einer der vielen Russlandreisen, die wir dann noch machen werden, holen. Okay. Na klar. Dieser Meter. Man muss ja auch beschleunigen dürfen, oder nicht? Oh. So, das heißt, das wäre jetzt die letzten beiden Aufträge. Also mit diesem Auftrag, die letzten beiden Aufträge haben insgesamt minus 3060 gemacht, weil wir. Nicht rechtzeitig vom Gas runter sind oder zu früh Gas gegeben haben. Können wir noch irgendwie verkraften. Moin Moin! Wo fallen wir eigentlich nochmal hin? Ja, schon Kalmar. Okay. Nein, darf ich. Sollte ich mir nochmal schnell angucken, ob an dem Duffing was gemacht wurde. Weil ich finde es irgendwie. Nee, ich glaube, an dem wurde nichts gemacht.
Ich finde es gut, dass an manchen auch was gemacht wird, so dass man halt bei den schnellen Aufträgen nicht nur die Standard-Schwachs hat. Und kann die Sache mal aufhören? Also, ich habe zum Glück gerade nicht das Sommerproblem, was ich auf dem Bildschirm nichts mehr sehe. So, dass ich dann wirklich. Im Sommer bin ich dann wirklich schon was genötigt, im Dunkeln das. Im Dunkeln ETS 2 zu spielen. Weil man halt ansonsten gar nichts sieht. Aber gerade geht das noch. Warum auch immer, weil Sonne ist Sonne. Und die kommt so langsam. Ach nee, Moment, die verschwindet. Nee, die kommt also rum. Nee, Singleplayer. Einmal auf der MHA Pro Map und einmal auf der Rust Map. Vielleicht am Update liegen. Es gab ja, glaube ich, gestern ein Update von Twitch. Oder beziehungsweise ich glaube, also ich weiß es. Zumindest was letzten zwei Tage war, eins gewesen sein muss. Aber ich meine, es war gestern. Jetzt großartiges gemacht wurde an deren Software, weiß ich jetzt nicht, aber kleine Feinheiten, also zumindest eine Sache hat man auch so sehen können. Also man kommt jetzt ziemlich leicht zu den Abonnements, die man abgeschlossen hat. Glaube ich zumindest, oder zumindest haben sie jetzt auf alle Fälle den Stern dahin gepackt. Das 450er Standard? Ich weiß es gar nicht. Soll ich mich mal. Soll ich mal wissen. Ich glaube jetzt mal so spontan nein. Das interessiert mich aber. Oh. Nee. Gut, dann ist das schon mal ein bisschen. Bisschen geupgradet. Dann funktioniert das ja noch. Trotz der neuen ETS-2-Version. Das ist super, dass es so einwandfrei läuft. Habe ich ja schon fast gar nicht mit gerechnet. Das war eine, wie ich überhaupt nicht damit gerechnet, aber. Ach, man muss halt auch mal Glück haben. So ist das Gewitter. Nicht unmöglich.
kann auch ruhig schon vorher 50 fahren, dass wir in der 70er-Zone ja nicht geblitzt werden. Kann man mal machen. Warum hat ein Coca-Cola LKW? Wir haben fast schon wieder überholen können, weil da mal wieder so langsam guckt. Alles klar. Kann man natürlich auch machen. Diesmal liegt es nicht an mir, dass wir hinter uns die Schlange haben. Hallo, wir haben Impfstoffe hinten drauf. Hier müssen scheu nichts ankommen. Wollen wir hoffen, dass im Kreise nach rechts oder nach links fährt und ich geradeaus durch will. Glück. Und wahrscheinlich haben wir jetzt auch nicht wieder die zwei Spurstreckenabschnitte bei auf unserer Seite, sondern das ist wahrscheinlich auch Gegenfahrbahnseite. Natürlich. Ne, ich habe einfach das Simulator 2017 nicht. Nee. Ich werde mir wahrscheinlich aber den Allison 19 wahrscheinlich wiederholen. Ja. Oh. Kann man mal machen. Kann man aber auch gepflegt sein lassen. Ich weiß gar nicht, warum ich mir den FLS 17 gar nicht geholt habe, aber jetzt kann man auch schon wieder auf alles Neues warten, also so will das Ding auf jeden nicht. Na, zu überholen, jetzt noch. Ich habe jetzt keine Lust mehr hinter ihm zu bleiben. Wären wir in 10 Jahren noch nicht angekommen. Sein wie ein Kreisel.
scheiße. Ja, ich habe auch den Multiplayer von. Also ich habe auch Truckers MP. Nee, ich habe keine Virtual Reality Brille oder so. Sehe noch nicht wirklich so den Sinn dahinter. Also so zu etwas wie Track IR oder sowas, da würde ich schon Sinn sehen. So dass man wirklich hier so gesehen beim Kopf steuert, so gesehen die Cockpit-Ansicht. Aber. Also für mich macht es noch nicht so wirklich Sinn, weil es halt noch nicht so sonderlich viele Spiele von für VR-Brillen gibt, die ich jetzt spielen würde. Ja, das ist gut. Fragen kann man immer stellen. Geld. Ich sag jetzt mal ja. Und nicht nur, weil du sagst, was ich sagen soll. Stimmt, da hat man wurde mich ja auch gefragt, genau. Da hat man mich auch gefragt, ob man das mal wieder machen könnte.